Wie wir gekommen sind, ist das Haus bereits in Vollbrand gestanden. Die Feuerwehr Laaken hat dann bereits die Einsatzleitung übernommen. Wir haben gleich mit einem Außenangriff gestartet und es waren zum Glück keine Personen verletzt. Der Hausbesitzer ist von selbst rausgekommen. Mit Atemschutz haben wir den Außenangriff vorgenommen. Wir haben mit zwei Tragkraftspitzen vom Bach das Wasser rauf befördert. Es ist dann nur die TMB von Walding noch alarmiert worden.